euch, wie ihr aus Lumens ein Dreifacharmband machen könnt. Dafür benötigt ihr den Loom, eine Häkelnadel, ca. 20 Gummibänder für den Rand und dann 13 verschiedene Farben und von jeder Farbe 3 Gummibänder und außerdem ein C- oder S-Clip. Ihr nehmt den Loom, sodass die Pfeile von euch wegzeigen. Und dann nehmt ihr eure erste Farbe und spannt ein Gummiband vom ersten mittleren Stift zum ersten linken Stift. Dann das zweite Gummiband und spannt es vom mittleren ersten zum mittleren zweiten Stift. Und dann das dritte Gummiband vom ersten mittleren Stift zum ersten rechten Stift. Dann nehmt ihr eure zweite Farbe und spannt es vom ersten linken Stift zum zweiten linken Stift. Und dann das nächste Band der Farbe vom mittleren zweiten zum mittleren dritten Stift. Und dann das letzte Gummiband der Farbe vom ersten rechten Stift zum zweiten rechten Stift. Dasselbe macht ihr mit der nächsten Farbe. Spannt es vom zweiten linken Stift zum dritten linken Stift. Und in der Mitte vom dritten mittleren Stift zum vierten mittleren Stift. Das nächste Gummiband vom zweiten rechten Stift zum dritten rechten Stift. Das macht ihr auch mit den nächsten Farben, bis ihr am Ende des Looms angekommen seid. Und bei der letzten Farbe, da spannt ihr das Gummiband vom linken Stift zum nächsten mittleren Stift und das nächste Gummiband vom rechten Stift zum letzten mittleren Stift. Dann nehmt ihr das letzte Gummiband eurer Farbe und wickelt es zweimal um den Stab rum. Dann dreht ihr den Loom um und spannt eure Farbe für den Rand so schräg über die Stifte. Und das macht ihr auch bis zum Ende des Looms. Und so sollte das Ganze nun aussehen. Nun loomen wir alles. Dafür geht ihr in den Haken, wo ihr das Gummiband doppelt rumgewickelt habt. Und nehmt dieses Gummiband mit dem Haken. Haltet diesen Ring ein bisschen fest, damit er nicht runterrutscht. Und loomt es zurück. Und dann nehmt ihr dieses Gummiband hier und spannt es nach vorne, wo es hergekommen ist. Und das macht ihr jetzt die ganze Reihe. Und am Ende, da ist dieses schräge Gummiband und das loomt ihr auf den ersten mittleren Stift. Jetzt gehen wir zum ersten Stift zurück hier hinten und loomen das Band zur rechten Seite. Hier loomen wir auch die ganze Reihe nach vorne, wie wir es bei der linken Seite gemacht haben. Und wenn ihr bei der rechten Seite auch hier hinten angekommen seid, dann nehmt ihr das schräge Gummiband und spannt es zum mittleren Stift. Dann gehen wir wieder nach hier hinten und spannen das mittlere Gummiband hier nach vorne zum Stift davor. Und hier gehen wir dann auch die Reihe nach vorne, bis ihr hier angekommen seid. Und jetzt habt ihr alle Gummibänder verloomt. Und dann zum Schluss nehmen wir den Haken, gehen hier durch alle Gummibänder durch, dass der Haken unten rauskommt und hakt ein Gummiband vom Rand ein und zieht es durch alle Bänder durch. Nun gibt die Seite von eurem Finger ebenfalls auf die Häkelnadel. Dann nehmt ihr euren Clip und spannt dieses Gummiband in den Clip rein. Jetzt könnt ihr euer Armband abmachen. Jetzt ist es euch wahrscheinlich noch etwas zu klein, deshalb machen wir eine Verlängerung für euer Armband.
Dafür nehmt ihr weitere Gummibänder von eurem Rand, dreht den nun um, sodass die Pfeile wieder von euch wegzeigen und spannt etwa 6 Gummibänder von eurer Randfarbe einfach gerade. Nun nehmt ihr euer Ende des Gummibandes, hier ist es bei mir grün, und spannt es auf euer letzt gespanntes Gummiband. Dann dreht ihr den nun wieder um, nehmt eure Häkelnadel, zieht das Armband hier ein bisschen lang und nehmt das Band von eurem Rand und lumt es nach vorne. Euer nächstes Gummi lumt ihr ebenfalls nach vorne und hier auch, bis ihr vorne angekommen seid. Jetzt könnt ihr das Gummiband ein bisschen abziehen. Achtet darauf, dass es nicht abfällt am Ende. Nehmt euren C-Clip oder S-Clip und spannt dieses Ende von den Bändern ebenfalls in den Clip. Nun könnt ihr es ganz abziehen und fertig ist euer Dreifacharmband aus Lumenz.